Ich bin heute in Mettelaurach, das ist bei Markt Erlbach. Und das hier ist der perfekte Ort, um Kraft zu tanken, um Natur zu erleben und auch um zu arbeiten, sagt Ruth Güllich. Und auf Sie und Ihren Garten bin ich jetzt schon ganz schön neugierig. Ja, Ruth. Hallo, Michael. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch in der Weltmetropole Mettelaurach hier. Aber du, wir haben uns einen Traumtag ausgesucht. Und wenn ich hier so rumschaue, ich kann schon verstehen, dass dir der Garten so viel bedeutet. Ja, für uns bedeutet unser Garten und unsere ganze Oase sehr viel. Also, wir lieben unseren Garten. Ja. Ein wichtiger, wichtiger Platz, ja. Beim ersten Rumschauen habe ich gesehen, auf der einen Seite ist schon ziemlich viel Struktur drin, zum Beispiel durch diese Buchshecken. Mhm. Auf der anderen Seite, innerhalb dieser Buchshecken, ist dann so ein bisschen geordnetes Chaos, nenne ich es mal. Ja, also ist schon so geplant, weil Ringelblumen und Kosmetik, dürfen sie einfach selber aussehen. Und ich mochte es, wenn das wild dahinter ist. Und der Buchs, der macht einfach Ordnung. Ein Winter, der Raureifen drauf ist und der Schnee drauf liegt, das schaut einfach super schön aus. Der Buchs, der kann was. Der kann was. Magst du mir deinen Garten ein bisschen zeigen? Gerne. Komm mit. Ich freue mich schon. Da hinten ist ein Beet, das will ich dir gerne mal zeigen. Mhm. Fällt dir da was auf? Also, wenn das ein normaler Salat ist, dann fällt mir auf, dass er nicht aussieht wie ein normaler Salat. Das ist ein ganz bestimmter Salat, und zwar Teufelsohrensalat. Also ich lasse den zur Blüte kommen, den Samen habe ich von einer Freundin geschenkt, das ist ein alter Samen, und im Frühjahr sehe ich den dann immer wieder aus. Und jetzt schaut doch ganz lustig aus. Sieht lustig aus, kann man den noch essen, wenn der so geschossen ist? Ja, aber vom Geschmack her halt nicht mehr ganz so gut. Nicht mehr ganz so gut. Und sag mal, was ist aus diesem, wie ist die Kugelzucchini geworden? Gibt es die noch? Ja, schau mal da rüber, da kannst du gleich eine abpflücken. Darf ich die rausholen? Die darfst du holen. Moment, aber. Boah, die ist aber ganz schön groß geworden. Ja. Also im ersten Moment sieht sie aus wie ein Kürbis, aber es ist definitiv eine Zucchini. Ja, ist eine Zucchini. Kannst du aufschneiden und füllen. Also sehr vielseitig und schöner, nussigen Geschmack. Also ganz fein. Aber bevor wir zum Essen kommen, wenn es irgendwas zu tun gibt heute, ich biete dir an, dich zu unterstützen. Fällt dir was ein spontan? Ah, super. Ich habe schon meine Arbeitshandschuhe dabei. Da legen wir doch mal los. Das habe ich befürchtet. Wo, da hinten, oder? Ja, als dahinter. Okay, alles klar. Also, es wird gearbeitet. Los geht's. Ja, das sieht wirklich nach Arbeit aus. Nein, schon mit dieser Schubkarre. Ja, kommst rein. Okay. Oh. Die alte Zinkwanne steht schon eine ganze Weile da. Und jetzt kommen wir jetzt andere Pflanzen rein. Also erst einmal ist so, dass die Wanne hier unten ein Loch hat. Ja. Ganz wichtig. Also ein großes Loch ist da unten. Und dann kommen jetzt die Ziegel rein. Das ist wie eine Drainage. Verstehe. Also dass da kein Stau in den Nässe drin ist. Und dass das nicht verschlammert wird, dann machen wir einfach jetzt das Vlies rein. So. Und dann nach dem Vlies den wir an Sand rein. An Sand, dass das wie ein Filter ist, dass das, den musst du holen. Da drüben kannst du in Sand holen. Jawohl. Schütten wir gleich rein, oder? Die schütten wir rein. Na, aber volle Lotte hier drauf. Oh. Gut. Wo gearbeitet wird, ja, gibt Staub. Das ist auch nicht so schlimm. Okay. Und jetzt machen wir weiter mit der Erde. Erde ist ja ganz arg wichtig. Die Erde ist das A und O. Ich habe da jetzt Kompost schon mit rein. Und den Kompost, da lege ich ganz viel Wert drauf, dass der sauber ist, dass da kein Würzeler von Unkraut reinkommt. Kein Buchsschnitt, kein Himbeerschnitt. Einfach, weil das Krankheitserreger drin sein können. Und dann hätte ich da in meinen Kompost etwas, das wo halt vielleicht das weiterverbreiten dort. Ne? Also nur vom Feinsten sozusagen. Nur vom Feinsten, kein Samen, nichts kommt da rein. Ist das auch der Tipp, den du dem Hobbygärtner zum Beispiel geben würdest, darauf zu achten? Auf jeden Fall. Das ist so ein Ding, wo man sagen kann, passt auf euren Kompost auf, macht da was draus. Den Kompost mit ganz viel Gefühl und ganz viel Verstand ansetzen und anlegen, das ist wie ein Sparschwein. Also dann, los geht's. Ja, backen wir's. Backen wir's.
Jetzt muss ich natürlich auch noch mal versuchen, das wie ein original Mittelfranke zu sagen. Wie heißt das Ding noch mal? Sag's vor. Burburglöckchen. Burburglöckchen. Passt? Super. Das hat doch schon mal super funktioniert für die erste Arbeit, oder? Genau. Und weil es so schön war, habe ich gleich die nächste Arbeit. Der Buchs wird geschnitten. Der Buchs. Und was stellst du dir vor? Ja, was meinst du, nach was schaut es so ungefähr aus? Hm? Weißt du? Ein Sofa. Das ist ein Sofa. Die Mutterpflanze. Jetzt, wo du sagst, ganz klar, das ist ein Sofa. Ah ja, ja, hier die Sitzfläche und da die Lehne. Jetzt ja, genau, schon, ja. Okay. Schau mal hin. Also fangen wir mal an. Ja, Moment, ich habe noch nie in meinem Leben sowas. Ja, geht doch schön, schau her. Ja. Einfach trauen. Okay. Jetzt hast du es ja eh schon fast ganz gemacht. Das lass mal probieren. Nein, bleibt schon was übrig. Also hier locker in den Hüften. Und ja, dann genau. Und einfach schneiden. Ja, das macht aber Spaß. Aber ist das gerade, sag mal? Naja, ist ein bisschen, bisschen komisch, die Sitzfläche, die ich da mache. Ja, es wird schon noch. Da ist noch einer stehen geblieben. Ja. Sehr lustig. Schön aus die Handgelenke. Ja, genau. Aber es macht und wirklich ruhig Spaß. Einmal, ruhig einmal, Moment einmal. Ja. Ruhig einmal so die kleinen Fixer einfach runter, da die kleinen. Und alles, was so ist. Ordnung und machen. Und dann siehst du schon ungefähr, wie es aussieht. Ah, okay. Also hier muss man noch ein bisschen ran. Ja, genau. An den Speck. Buchs ist ja so ein zentrales Thema momentan in den Gärten. Ja. Buchsbaumzünsler und was es da sonst noch alles Buchspilz. Gibt. Buchspilz. Genau. Ja, ja. Manche haben ihre Buchse total rausgeschmissen. Was ist denn so dein Geheimtipp für einen gesunden Buchs? Also erst einmal, wir schneiden ja nur die Spitzen. Mhm. Und so tiefen Schnitt, das macht man im Februar, also im Winter über dann. Auf der Schnittfläche kann man dann einfach dann noch Gesteinsmehl drauf tun. Das desinfiziert das Ganze ein wenig. Die Scheren können auch vorn schneiden, desinfiziert. Nicht, dass sie von anderen Buschenechsen, wenn da Krankheiten drin sein sollten, weitertragen. Das heißt also, der Schnitt ist die gefährlichste Zeit. Da ist Infektionsgefahr sozusagen. Ja. Ja. Ja, dann machen wir weiter unser Sofa, oder? Ja, genau. Also, sieht doch jetzt aus wie ein Wohnzimmer, oder? Du hast recht. Kommt ja auch nicht von ungefähr. Der Garten ist ja dein zweites Wohnzimmer, oder? Ja. Willst du mal anschauen? Na, unbedingt. Gehen wir? Mhm. Ui, eine Blockhütte. Was ist denn das? Mein Sohn und mein Mann haben die zusammen gebaut. Aha. In 2 Jahren haben sie gebraucht. Was ist da drin? Ja, schau mal rein. Schau mal rein. Das ist eine Freilufttoilette. Ja. Ja, luftiges Erlebnis. Da macht sogar das kleine Bedürfnis Spaß. Super. Ja, kannst du gern benutzen. Ja. Ui, ein Swimmingpool. Nee, das ist ein Schwimmteich. Das ist kein Swimmingpool. Entschuldigung, ein Schwimmteich. Wobei, früher war es ja kein Schwimmteich. Da war es ja mal nicht so traumhaft, nein, oder? Nein, das war eine Güllegrube, eine ehemalige Güllegrube. Wir haben einen Deckel weggemacht und die ganze Familie hat dann zusammengeholfen und hat da den Schwimmteich gebaut. Und wir sind ganz begeistert und nutzen das jeden Tag. Ehrlich, wie lange habt ihr den jetzt schon? Seit 10 Jahren. Oh. Sogar im Winter gehen wir rein. Ah, ja, komm, Ruth, setz dich mit hin. Setzen wir uns hin. Ah, jetzt ein schöner Moment. Oh, tut das gut. Ja, ist immer sehr erfrischend. Herrlich, ich kann es nachvollziehen, den ganzen Sommer jeden Tag hier reinspringen. Und das ist jetzt einfach auch mein erklärter Lieblingsplatz hier an deinem Teich. Ja. Ach, Ruth, vielen, vielen Dank, dass du mir deinen wunderschönen Garten heute gezeigt hast. Genießen wir noch ein bisschen dieses wunderbare Plätzchen. Das machen wir.